Ich habe nach Ungoro und dann geht das schon. Würde ich hier ein paar Viecher. Weil natürlich für die WoW-kundigen Leute im Krater von Ungoro, da gibt es einen Haufen Dinosaurier. Und der ist zudem auf Azeroth, muss man noch dazu sagen. Für die Allianz-Spieler oder für die Allianzler, die jetzt nicht wissen, was ich meine. Oder da noch nie waren eventuell, ich weiß das ja nicht. Wobei eigentlich man als Allianzler bestimmt schon einmal auf Azeroth gewesen ist. Mindestens, ja. Sag ich schon, die würden gerade verblassen. Und da kann man halt ja sehr gut Leder farmen. Und da sind eh die Viecher bloß so auf Level so 55. Ne, 50 bis 60, ne, 50 bis 55, so rum, genau. Und da ich auf 60 Grad jetzt bin, und dann kommt, und nein, so, ich weiß, ich habe hier noch einen Charakter auf 74, aber der ist nicht auf dem, Server, auf dem ich jetzt spiele, damit ihr das wisst, ja. Weil deshalb müsste ich in ein paar Videos schon mal gesagt haben, dass ich ja auch noch meinen 75er habe, den guten Ascario, der schon Assi genannt wurde, einfach weil er Ninja Looting gemacht hat. Mann, Ascario, der alte Ninja Looter. Na, wobei Ninja Looten gibt gut Gold und da kommen ein paar zu viele Orks. Naja, ich finde, die Elite ist hier mal ja mein Problem. Muss schnell und stark ausgeschaltet werden. Stark und schnell! Ach, was? Verdammter Scheiße. Und jetzt spiele ich auf jeden Fall mit dem guten Schnitzelbart. Der ist hier Trolljäger. Wer hätte ja auch was anderes erwartet. Ich spiele nur Trolljäger. Als Main, ja. Danach will ich eigentlich meinen Magier ausprobieren. Und ich werde oh ja, und ich spiele zudem noch auf Black Hand, das habe ich aber schon mal gesagt. Und ich werde mir auf dem Server keinen Ali machen, ja. Dafür spiele ich auf Malfurion mit dem Ali oder zumindest als Ali. Ich auch nicht irgendwie so groß der Ali-Fan. Auch mein, vor allem auf Malfurion hier mit als Ali habe ich auch meinen Manager, der heißt Mensch, Jäger, natürlich, weiblich und heißt Olfina. Ich weiß, bester Name ever. Aber auf jeden Fall. Spiele ich mit der, also die ist auf Level 11, weil ich habe mit der plus mal, ich habe mit der irgendwie 3 Stunden gespielt, dann war sie auf Level 11 und das hatte ich keinen Bock mehr groß irgendwie. Lol, das hat mich jetzt komplett hochgeheilt. Cool. Nichts zu holen.
Aber was mir auch mal aufgefallen ist, irgendwie alle Videos, die nicht mit Gothic 2 zu tun haben, die kriegen immer mindestens über 10 Views, ja? Die Leute, manche, da gibt's Leute, die gucken das anscheinend gerne. Oder freuen sich sogar, wenn sowas, wenn mal kein Gothic 2 auf, lol, wenn kein Gothic 2 auf meinem Kanal kommt anscheinend. Machen wir mal was anderes, ich weiß, es ist halt etwas eintönig, nenne ich es mal, auf meinem Kanal. Immer mit Gothic 2, Gothic 2, Gothic 2, aber wir müssen mal so sehen. Das ist mein erstes Let's Play jetzt. Und ich will es auch zu Ende spielen. Und es nicht irgendwie so als in so eine Liste für nie fertig gespielte Spiele oder Let's Play der Spiele setzen. Das würde mir erstmal im Herzen wehtun, weil Gothic 2 ist ein grandioses Spiel. Das kann ich nicht einfach so in so gesehen in die Ecke werfen. Wie man es beispielsweise mit dem Call of Duty macht. Und ja, ich esse jetzt einfach nur, um Stärke zu kriegen. Du fühlst dich gesund und stark. Oh ja, jetzt haben wir schon 154 Stärke. Ah, das wird auch nichts. Das sehe ich jetzt schon. Also ich komme an denen hier jetzt nicht so gut so gut vorbei. Da muss ich hier einen antanken. Und nein, hier kann ich leider keinen Oklav vorschicken. Irgendwann ist das schon noch Insider hier mit Oklav. Wobei, ihr kennt Oklav gar nicht. Stimmt. Da mache ich mal ein Video dazu. Da stelle ich euch mal Oklav vor. Der ist auf jeden Fall... Also, aber... eins muss ich also sagen. Oklav kommt aus WoW. Oder hat mit WoW zu tun. Und ist dort einer meiner treuesten Gefährten. Oh yeah. Ja, irgendwann wird das mit Oklav, glaube ich, mal zu einem Insider oder so. Mal gucken. Die anderen, wenn ich immer spiele, die... mit denen ich spiele, die wissen eigentlich hier schon, wer und was Oklav ist, also... Ja, also ich erkläre euch mal kurz auf. So, Oklav ist natürlich hier... Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Auf jeden Fall... Ich weiß es gerade nicht mehr, ob ich es schon gesagt habe oder nicht. Ich wiederhole es einfach nochmal. Und zwar, Oklav ist in WoW eins meiner Pets. Als Hunter natürlich, sprich Jäger. Und Oklav ist eine Schildkröte. Und Oklav hat mal ab und zu diese... kann ich das Macke nennen? Oder nee, einfach mal die Angewohnheit, wenn ich irgendwelche Viecher angreife und die schnell sterben, dann verfällt Oklav in den Rage Mode und greift alles in der Umgebung an, alles was nicht ich bin, sucht sich den nächsten Mob, charge drauf zu und instant hum Attacke, pam pam, und bitch dann bis zu 10 Gegner nieder, bis Oklav dann selber mal irgendwann mal stirbt. Weil Oklav ist hier so Tankschildkröte, kann und sobald er irgendwie hier nur noch halbe Leben hat, aktiviert er instant seinen Super Mega Buff, der seine der den erlittenen Schaden um 50% verringert. Also so ähnlich wie hier Bubble vom Paladin, sprich göttlicher Schild.
Warum man das eigentlich Bubble nennt, habe ich keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der WoW-Pro. Okay, Leute, wisst ihr, was wir da jetzt machen? Oh ja, ihr wisst das bestimmt. Habe ich davon noch was überhaupt? Oh ja, ich habe 3. Das wird abgehen wie die Luzi. Dann trinken wir schnell einen schönen Hering. Degen Feuerregen auf die 7, auf die 7, auf die Zwieben, auf den Zwieback. Mach den Zwieback. Oh, was? Okay, da haben die mich doch gleich eher getötet. Boah. Das gibt mir bestimmt ein Level ab, das sage ich euch. Auf den Zwieback, auf den Schieback. Ich weiß noch, wie ich auf dieses Lied komme. Ich weiß nicht mal, was es überhaupt für ein Lied ist. Irgendwas mit Zwieback. Da ist mir gerade einfach so eingefallen, weil ich an Zwieback denke. Oh, Old Master! Nur eins. Ja, lief doch eigentlich gerade ganz gut, außer dass hier ungefähr die Hälfte an Orks nicht getötet wurde. Machen wir es eben gleich noch einmal. Dum, 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 dum. Ich muss jetzt irgendwie mal im Kreis laufen und die alle auf einen Punkt holen. Oh ja, Stufe gestiegen. Alter! Ging das ab. Ging ab wie die Luzi. Ging das ab wie die Luzi. Wie die alte Luzi. Jetzt muss ich da nur noch mit einem... Oh Gott, nee, Eiswelle will ich da jetzt nicht nutzen. Ich nehme... Ich guck mal, wie viel Schaden hier der große Feuersturm macht. Oh, stimmt ja. Ach. Der hat ja ziemlich, die haben alle ziemlich viel Schaden. Ja, das war jetzt sehr intelligent, weil, oder eigentlich richtig scheiße. Weil den Dings hat's gar nicht irgendwie groß genutzt. Oder so gesehen. Er hat keinen Schaden gemacht. Hä? Was ist da los? Was ist denn mit dir los? Ja, wie ist der Feuersturm? Was war mit dem Feuersturm jetzt los? Alter, der hat den gar keinen Schaden gemacht. Ach so, ist es mein Mana leer. Ja, klaro. Natürlich die doch lieber so, das ist viel effizienter. Da habe ich mein ganzes Mana mit dem Feuersturm verschwendet. Immerhin habe ich hier Mana-Tränke. So, reine Lebensenergie. Ja, ich verschwende die jetzt einfach mal. So, jetzt looten wir schnell mal die Orks. Bevor der da hinten ein bisschen zu durchdreht. Lol. Belagerungsmode oder sowas.
Schieße 20 mal auf mich ein. Vielleicht ist er im Rage-Mode, weil ich mit dem Feuersturm all seine Ork-Kollegen getötet habe. Oh Mann, wie die ganzen Leichen despawned sind. Ach, die Ork-Elite. Oder Eliten. Die haben das alle überlebt. Das Massaker. Okay. Nichts zu holen. Ja, da habe ich mal dicke Erfahrung gekriegt. Schade, dass ich die Leiche nicht mehr looten kann. Nichts zu holen. Da ist nichts, zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ein Schinken, ein Schinken. Dem kann ich doch gleich winken. Dem Schinken kann man winken. Bam, balam, bam, bam. Ich weiß nicht, was ich da gerade singe, was ich da für eine Scheiße ich singe, aber... Genau wie einfach mal... Wie das auf einmal, nur weil ich da hingehe, alle ihre Waffen ziehen. Das ist mir zu blöd. Ich gehe. Wollen die mich jetzt rollen oder was? Alter. Da sind aber einige Orks noch übrig. Ja, ich weiß, dass ich die kleine Heilung nutze, aber... YOLO Maudadolo und so. So, dann hätte ich hier auch mal eine Menge Orks besiegt. Oder eher nicht besiegt, sondern vernichtet. Dann gehen wir einfach mal weiter. Nichts zu holen. Einer diesen Posten, nur einer. Verstehe ich nicht ganz. Ich habe eine Biene verschluckt oder so. Oh oh. Habe ich den Tor gespeichert? Ich weiß es nicht. Ach fuck. Das habe ich nicht mehr geschafft. Na ganz geil. Den Feuerring habe ich noch drauf. Ja, das sind genug Orks. Die können die nicht bewegen. Die hier zusammenholen. Oh, verdammt.